Kapitel 3. Ewiges Dröhnen. Die Reise folgte weiter ihren Pfaden, nachdem ich so über den Mond gelehrt wurde. Gelehrt hieß natürlich nicht, dass es meinerseits auch nur gröbstes Interesse gab. Aber vielleicht stärkte es ja noch die Naivität des Wesens. Naivität, die niemandem nützen würde, außer mir. Und jene Naivität ließ die Fledermaus auch weiter voranfliegen, in Richtung eines Ortes, an welchem auch noch ein zweites Pokémon sich der Mission anschließen sollte, die Götter herbeizurufen. Allerdings, so musste ich mir auch klar machen, barg selbst dieses Akzeptieren fremder Hilfe Gefahr mit sich. Denn je mehr Pokémon sich hier sammelten, desto mehr von ihnen wären dabei, wenn die Götter mir Audienz gewährten. Und desto mehr könnten sich gegen mich stellen. Allerdings, die Alternative war nicht sicherer. Im Gegenteil, in dieser müsste ich jedes Pokémon mit eigener Hand umbringen, ohne einen Plan, wie viele von ihnen ich mir auf einmal gegenüber fände. So viele Probleme, so viele Sorgen. Und das alles nur, weil ein Wesen sich dachte, es müsse etwas sein, anstatt sein Glück in wahrer Friedlichkeit zu finden. Die Arroganz, die Frechheit dieses Wesens. Je weiter der Weg verlief, desto schlimmer wurde die Reise. Neben dem Lärm, welchen das X-Bad durch bloße Fortbewegung produzierte, und dem Strom an der Materie, welcher die leider vorhandene Luft umfing, begann mit jedem Stück Raum noch ein viel lästigerer, lauterer Lärm durch den Raum zu hallen. Nicht einmal Ohren benötigte meine geschundene Seele. Auch diese war es so laut, es schmerzte. Dieser Lärm, dieser höllische, dreckige Lärm, wann schwindet er endlich? Lärm? Von welchem Lärm redest du? Hörst du es etwa nicht? Dieses durchgehende, nur wenig wankende Geräusch, welches alles durchdringt wie eine Pfeilspitze. Dieses brennende, dieses schrille. Jetzt sag mir bloß nicht, dass du das Meeresrauschen meinst. Das. Langsam begann das Pokémon scheinbar zu verstehen, dass mir die Worte nichts bedeuteten. Meeresrauschen. Das Meer besteht aus unglaublichen Mengen an Wasser. Denkst du, dass diese stumm wären? Das Meer ist ständig in Bewegung und trifft auf das Land. Dadurch entsteht dann ein Geräusch. Und zwar eins, das die meisten Pokémon als entspannend ansehen. Ich inklusive. Naja, du scheinbar nicht, aber du wirst es ertragen müssen. Zumindest für eine Weile. Es wird nicht besser werden. Wir müssen ja ans Meer selber, also an die Quelle des Geräusches. Nicht nur die Quelle des Lärms, sondern auch noch näher. Näher ist eine Eigenschaft des Raumes. Und Raum tat nichts, als mich zu behindern. Und Raum hatte noch nie etwas anderes getan, als mich zu behindern. Sich in Raum zu bewegen, kostete Zeit. Zeit ist vergänglich. Raum stellt der Bewegung Hindernisse und sorgt dafür, dass Bewegung Bewegung erfordert. Zudem gab Raum mir eine Größe. Und Größe war eine Schwäche im Kampf und in der Bewegung, welche durch Raum erst wurde. Wie? Wie kam irgendein Wesen mit so etwas klar?
Wie konnte man verweilen, wenn es einen Ort gab, wo Orte nur Schaden brachten? Und auch gäbe es ohne Raum keinen Laut. Und diese Laute waren grauenvoll. Was ging im Verstand eines Arzeus vor, der die Schönheit des ewigen Friedens im Nichts kennt? Dass er sich wirklich dachte, dieser Frieden brauchte etwas, das den Verstand zum Bluten bringt. Bluten? Blut. Warte. Wieso sage ich das überhaupt? Ich habe kein Blut. Blut ist für Pokémon. Im Gegenteil. Blut, das Elixier der Materie. Es ist eines der Dinge, gegen die der Typ des Void seine Stärke entfaltet. Das grelle Licht der Tausenden. Die Sterne. Und der rote Saft des Seins. Dies war, was Void am meisten hasste. Auch normale Pokémon-Typen interagierten mit dem Void. Aber diese zwei Dinge, vor allem das Blut, sie machten sich mich zu einem Schlechter von Materie. Je mehr mein Zorn sich entfaltete, desto mehr veränderte sich die Umgebung, so ich denn einmal auf sie achtete. Und so lauter schrie der Ort. Das Siegsblatt hatte nicht gelogen. Schrecklich war es, schrecklich. Wann kommen wir an? Ich werde diesem Pfad nicht mehr lange folgen. Es brennt. Siehst du dort vorne nicht das Wasser? Das ist das Ziel. Es sind nur noch Minuten. Außerdem, wenn du diesen Lärm so hast, dann schütze doch einfach deine Ohren irgendwie. Die, was nun schon wieder? Ich habe es nicht. Dieses Etwas, von dem du sprichst. Was? Aber wie? Weißt du, ich frag einfach gar nicht. Ich glaube, das ist besser. Vor mir erstreckte sich nach einem Stück mehr Materie. Schier endlos mehr Materie. Diese sah allerdings anders aus. Blau. Woher kannte ich eigentlich Blau? Im Nichts gab es keine Farbe. Es gab kein Licht. Es war ein Genuss für diese Augen, nichts zu sehen. Diese blaue Materie jedoch, sie war eindeutig der Grund für all dieses Ohrenbetäubende. Und bewegend tat sie sich. Bewegende Materie. Und dabei spürte ich kein Blut in ihr. Wie? Materie lebt und hat Blut, oder sie lebt nicht und hat keines. Und dieser Ort war dem X-Bad wichtig gewesen. Dieses Etwas sollte ich einmal sehen müssen. Irrsinn! Lange genug hatte ich mich gewartet und mich mit Materie verbündet. Dieses Meer war mein Feind. Deswegen zögerte ich keinen Moment, bevor ich die Kraft des Void bündelte und in einem Angriff auf dieses Meer losließ. Eine massive Explosion erschütterte sofort die gesamte Küste, erschrak auch das X-Bad neben mir. Und noch dazu schien sie ein Wesen anzulocken, welches aus dem Wasser selbst heraussprang. Nicht nur genossen manche Wesen diese Qual, sie lebten dort freiwillig. Und jene, die dies taten, schienen nicht erfreut von meiner Abneigung. Was zur Hölle ist denn hier los? Da denke ich, ich könnte gerade mal an der Küste entspannen und dann... Erst jetzt fiel der Blick des Pokémon wahrlich auf mich. Sag mal, was bist du denn? Was zur Hölle machst du in meiner Gegend?
Hinter meinem Rücken flog das X-Bad heraus, wie immer bei bester Laune, und hetzte um das verwirrte orangene Mon herum, welches hiervon nicht weniger verwirrt wirkte. Bo, wie geht's dir denn? Ich hab dich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Warum lässt du denn nie von dir hören? Luna, sag mal, was machst du denn hier? Und vor allem, was ist denn das da drüben? Ach so, ja, genau wegen ihm bin ich eigentlich hier. Das ist Tempo. Erst gestern Morgen hier aus dem Nichts bei mir im Wald erschienen. Und nach einer Weile habe ich herausgefunden, dass er nicht aus dieser Welt kommt, sondern unfreiwillig hier reingelangt ist. Deswegen reisen wir jetzt umher. Dann kann die Welt kennenlernen und gleichzeitig sammeln wir Wächter, damit Palkia und Dialga bereit sind, uns anzuhören, um ihn nach Hause zu bringen. Tempo? Hast du nicht gehört, was ich dir sagte, X-Bad? Ein Wesen meines Ausmaßes beschreibt man nicht mit lächerlichen Abkürzungen. Ich bin... Mein Name lautet Tempo Terminus. Und so, genauso, sprechen mich Wesen wie ihr an. Der Blick des orangenen Wesens verriet, dass seine Meinung mir gegenüber mehr weniger von Naivität geprägt war als des X-Bad. Aber nicht von mehr Weisheit. Er näherte sich mir, als könnte ich seine Materie nicht zerbröseln, würde ich es wollen. Jetzt mal nichts für ungut, Luna. Aber das Ding da gehört sofort zu den beiden Göttern, damit sie es für uns loswerden. Nicht in irgendeine andere Welt gehört sowas. Das ist doch kein Mon. Das ist eine Bestie. Bestenfalls. Und hörst du nicht, wie das Ding spricht? Nee. Schaff mir das Ding sofort vom Wasser weg. Der bleibt hier nett. Aber wir brauchen doch... Ihr solltet gar nichts, Luna. Ich weiß, du glaubst gern den Leuten, aber das hier solltest du auch ganz dringend bleiben lassen. Halt dich fern von dem Viech. Ich werd's auch. Du darfst nicht so harsch sein. Tempo wurde einfach in eine fremde Welt geworfen, in dem ihm alles fremd ist. Natürlich ist er da gestresst und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Deswegen können wir ihm doch nicht unsere Hilfe verweigern. Gerne hätte ich meine Einstellungen allein zu dem lächerlichen Namen in Taten gezeigt. Doch für den Moment ließ sich das X-Bad seine Manipulationsarbeit machen. Ich sag dir, Luna, halt dich lieber fern von dem Ding da. Das ist kein Freund und das will's auch nicht sein. Ich würde nicht mal garantieren, dass das Ding aus unserem Weltenbaum kommt. Eher ist es ein Eindringling. Selbst wenn er nicht aus dem Weltenbaum stammt, ist er dann kein Eindringling, sondern ein Opfer eines Missgeschickes. Außerdem, wenn du ihn doch selber nicht hier haben willst, dann wäre es doch auch für dich von Vorteil, uns zu helfen. Wir wollen ihn doch zu Palkia und Dialga bringen, damit er wieder gehen kann. Sie werden mich als alleinigen Wächter nicht anhören. Es ist definitiv nicht das Gesündeste für mich, dem Ding da irgendwie nahe zu bleiben. Außerdem müsste ich dafür längerfristig aus dem Meer raus. Der Gedanke passt mir auch nicht. Aber hier gibt's kein Wenn und kein Aber. Das Ding da ist bis morgen früh aus meinem Areal raus. Sonst werden die Mon hier nicht gastfreundlich sein. Und ich rate dir stark, dass du auch nicht weiter gastfreundlich bist, Luna. Ohne auf ein weiteres Wort zu warten, stürzte sich das Mon wieder in sein Wassergetue und verschwand. Ich hätte gar nicht erst vermuten sollen, dass andere Materie als dieses X-Bad naiv genug wäre, mir helfen zu wollen. Vermutlich war nun der Punkt erreicht, an welchem ich endlich diesen verruchten Plan verwerfen sollte. Doch andererseits, ich brauchte zumindest Informationen über den Standort dieses Verhängnisturmes. Und diese hatte das X-Bad. Also wirklich,
So kenne ich Bo gar nicht. Ich dachte, er wäre weltoffener. Das heißt aber auch, wir können uns nicht auf ihn verlassen. Dann, na, ich denke, dann probieren wir es woanders. Wir müssen erst einmal zurück in den Wald. Wonach würdest du danach hinwollen, Tempo? An jenen fernen Ort, an welchem du endlich meinen Namen respektieren lernst. Solange du in meiner Gegend bist, ist Tempo dein Name. Also wir könnten zum Canyon oder zum Magmatal, wobei... Verstehst du denn nicht, dass deine Beschreibungen für mich keine Bedeutung haben? Du kannst sie nennen, wie du willst, diese Orte. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ich hab nur laut gedacht. Und vielleicht sollten wir den Canyon auslassen. Das Magmatal ist... Es ist ein sehr unbequemer Ort. Aber nachdem du das Meer so grauenvoll fandest, ist vielleicht gerade das dein Fall. Außerdem ist Xatu, der Wächter im Canyon, immer so abwesend und denkt immer, er könnte Zukunft und Vergangenheit sehen und lässt sich deswegen nie von irgendwas überzeugen, was er nicht sowieso glaubt. Gerade hingegen können wir viel eher überzeugen. Überzeugen? Überzeugen? Immer dieses Überzeugen! Wollte dieses Pokémon nicht verstehen, dass niemand außer ihr sich überzeugen lassen würde? Nichts würde dabei herauskommen. Nichts als verschwendete Zeit. Bah! Warum brachte mich das Mann nicht einfach zu diesem Verhängnisturm? Hereinlassen würden mich diese Götter. Ob freiwillig oder unfreiwillig lag an ihnen. Du siehst nicht, dass Pokémon jemandem wie mir nicht helfen. Nicht, außer in wenigsten Ausnahmen. Du bist eine Ausnahme. Aber projizierst von dir selbst auf andere. Zeige mir den Verhängnisturm. Wenn wir mit diesen Göttern sprechen, stellt sich vielleicht heraus, dass wir umsonst einen ewigen Weg bestritten hätten. Nicht nur umsonst, da er ohnehin keine Früchte trägt, sondern auch umsonst, da diese nicht erlangbaren Früchte nicht von Bedeutung sind. Wenn wir zum Verhängnisturm reisen, müssten wir sowieso durch mehrere Areale hindurch. Und du kennst nicht Palkia und Dialga. Sie werden nicht einmal bereit sein, unsere Worte überhaupt anzuhören, um nur diese und nicht uns als Pokémon abzulehnen. Ich bin kein Pokémon. Mein Ausruf stieß auf taube Ohren. Wie oft das Wesen hörte, was es hören wollte. Also, ich würde sagen, wir gehen zum Magmatal. Dort überzeugen wir Groudon von unserem Vorhaben und er schließt sich uns an. Dann können wir von da in den Sumpf und uns noch mehr mit Streiter holen und mit drei Wächtern werden die Stimmen des Lebens im dann nahen Verhängnisturm bestimmt bereit sein, uns anzuhören. Klingt das nach einem Plan? Nach was sollte es sonst klingen? Eine Frage! Du sprichst aus, was wir tun werden, und du weißt nicht, ob es ein Plan ist? Vergiss es! Komm einfach mit!